Leute, hier ist euer Brummelpi und es geht weiter mit einer neuen Folge von Let's Fly. Ich habe seit fast einer Woche, glaube ich zumindest, kein Video mehr hochgeladen und das liegt daran, dass ich in der Schule zurzeit so viel Stress hatte und auch noch habe. Und ja, da kann es passieren, dass halt eine Woche schon mal kein Video kommt. Ich habe ein etwas kurzes vorbereitet und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, was seht ihr hier? Hier seht ihr den Sitz von eines Flugzeuges und ihr seht den deshalb, weil es noch eine Überraschung ist, was wir diesen Part machen werden. Ich habe mir nämlich für den FSX schon seit längerem so ein tolles Programm FS Recorder heruntergeladen. Wenn ihr wollt, kann ich zudem ein Tutorial machen unter Record, Play, Players, Traffic, bla bla bla. Und es ist ganz toll und man kann aufnehmen, was man fliegt und das dann abspielen und zudem nochmal fliegen und das auch nochmal aufnehmen. Ich habe auch mit diesem Programm den Trailer von Skiados gemacht, den ihr vielleicht auch gesehen habt. Und damit mache ich heute einen Kunstflug mit mir selbst. Ja, ich mache mit euch einen Kunstflug. Freut euch! Und ich werde euch das auch gleich mal zeigen. Hier haben wir 5 extra 300 Flugzeuge. Und mit denen werden wir jetzt gemeinsam fliegen. Die fliegen hier schon eine schöne Route, die ich mittlerweile auswendig kenne. Denn ich bin jedes dieser Flugzeuge einzeln die Route geflogen. Also jedes dieser Flugzeuge bin ich schon mal geflogen. Und das ist unser Flugzeug und wir wollen mit den ganzen hier mitfliegen. Wir stehen hier in Salzburg, weil hier Red Bull irgendwie beheimatet ist. Kann ich euch aus der Vogelperspektive zeigen. Das schaut auch ganz lustig aus, wenn die hier so stehen. Salzburg, Hangar 7. Ihr werdet den dann auch noch sehen. Hier die Salzfestung. Wo wir ja auch im vorigen Teil drüber geflogen sind, über Salzburg. Ja, dann würde ich sagen, setzen wir uns doch mal rein und dann zeige ich euch das schöne Gerät mal. Das ist die Extra 300, ein Kunstflugzeug. So, ich bin noch im Pause-Modus, weil wir jetzt dann gleich wegfliegen müssen. Und als erstes mache ich dann noch den schönen weißen Strich an. Aber ich würde sagen, legen wir los. So, da stehen sie alle. Ich mache schon mal den Strich an. Das macht ihr mit I. Und wenn sich der da vorne bewegt, kann ich schon Gas geben. Okay, der bewegt sich. Und ich gebe Gas. So. Jetzt bin ich natürlich im Streifen von dem da vorne. Wird aber nicht so tragisch sein. Und bei 100 Knoten bin ich mit jedem der Flugzeuge rotiert. Das habe ich jetzt. Und da fliegen die Kollegas. Und es ist echt extrem lustig. Das müsst ihr euch vorstellen. Und ich versuche natürlich, Zusammenstöße zu vermeiden. Jetzt fliege ich dann bis ins Ende der Landebahn geradeaus und mache dann eine enge Rechtskurve. Das erste Flugzeug vorne macht jetzt schon. Jetzt machen sie alle. Und ich mache sie auch. So, nicht zusammenstoßen. Oh nein. So. Und da fliegen wir. Das sieht auch von außen recht lustig aus. Das ist verdammt eng. Seht euch das an. Das ist verdammt eng. Und da sieht man eben unseren Streifen. Da fliegt einer. Und es schaut aus der Vogelperspektive auch ganz lustig aus, weil man da immer den Streifen sieht. Und das ist echt total lustig, das müsst ihr unbedingt mal probieren, mit sich selbst einen Kunstflug zu machen. So, ich fliege immer mit Vollgas, ich bin mit jeder Maschine mit Vollgas geflogen. Und diese Flugzeuge ist nämlich sehr, sehr, sehr schwer zu steuern. Also das müsst ihr euch mal geben.
So, ich steige jetzt mal ein bisschen höher auf, damit ich so den schönen Überblick habe. Das ist auch für den FSX anstrengend. Und es leckt, das glaubt ihr gar nicht. Mich würde nur interessieren, da vorne sind doch nur 3 Flugzeuge. Wo sind die anderen 2? Einer ist hier und einer ist direkt hinter mir. Aha. Dann würde ich sagen, ich verlangsame doch mal ein Stück, damit ihr auch alle Flugzeuge seht. So, ich lasse sie vor. Ich höre sie schon, sie werden lauter. Und sind sie schon? Ja, sie sind... Ah, der ist direkt über mich drüber. Und jetzt steige ich wieder ein Stückchen hoch. Und jetzt seht ihr da vorne alle schön. Alle 5 Gesellen. Okay. Und die drehen da jetzt ein. Dann werde ich das natürlich auch brav machen. Aha. Da sind sie ja schon alle geflogen. Und da sind sie jetzt wieder. Und ich habe sie gleich wieder eingeholt, die Bande. Die Rasselbande. Aha, wo fliegen die denn hin? Ich meine, ich weiß es ja, aber ihr nicht. Die fliegen da... Ah, das ist lustig. Ha! Hui! Und darauf über das Hügelchen. Und was tun sie denn? Mhm. So, jetzt bin ich wieder mittendrin im Getümmel. Aha. Was tu... Ah, die Salzfestung. Der fliegt da... zwischen... Ah, da ist ja einer. So, ihr werdet gleich sehen, der dreht jetzt da ein paar Rollen. Das mache ich auch. Muss man ja mit einem Kunstflugzeug. Und jetzt kommt dann gleich ein Looping. Ja, den alle gemeinsam machen sollten, was leider nicht so ist. Weil es ziemlich schwer ist, in einer Gruppe einen Looping zu fliegen. Und die setzen, glaube ich, da vorne schon an. Nein, jetzt tun sie es. Ihr seht, das sieht ziemlich lustig aus. Und das mache ich jetzt auch. Und da sind sie. Ach, das sieht doch nett aus. Haha. Und da fliegen sie alle wieder. Auch wie das nett aussieht. Habt ihr gesehen, wie das nett ausgesehen hat? Ja, und mir ist leider da etwas passiert. Ach, seht euch das doch an. Und leider habe ich da nichts mehr gesehen bei dem da hinten und bin dann irgendwie beim Looping total von der Bande abgekommen. Aber mit der Zeit holt der da hinten dann wieder auf. Also, beim weiteren Verlauf wird der dann wieder dabei sein. Und es ist sehr, sehr lustig, mit denen da zu fliegen. So, wo sind sie denn alle? 4 habe ich vor mir, einen sehr dicht vor mir, den werde ich jetzt mal jagen. Haha, ich komme! Freu dich nicht zu früh. Da oben ist auch einer. Vielleicht jagt sich's den besser. Wo fliegen die denn hin? Die fliegen mitten auf den Berg zu. Seltsam, seltsam. Was tun die da? Die... Ach, du liebe Zeit. Naja, aber für das sind Kunstflugzeuge schließlich da. So, ah, ein Baum. Jetzt musste ich hochreißen. So, jetzt müsste dann, schauen wir mal, das 5. Flugzeug auch wieder bald da sein. Ja, das kommt da hinten.
vor mir sind die Vierer. Hinter mir ist einer. Das heißt, alle Sechse sind zusammen. So, die werden jetzt von mir gejagt. Und weil ich schon auf 5000 Fuß und irgendwas bin, steigt das Flugzeug jetzt hier wirklich so sehr, sehr schwer. Und gleich habe ich einen Strömungsabriss, wenn der da vorne nicht bald was macht. Sehr schön, der kurvt da weg. Da sind sie ja alle. Die Rasselbande. Ach, und der fünfte ist auch zu uns, hat auch zu uns gefunden. Da ist er ja. Ach ja, der ist ganz schön nah, meine Freunde. Der hat extrem aufgeholt. Ah! Was machen die? Ach, das wollte ich nicht. Das ist nicht deren Ernst. Sturzflug darunter. Um Himmels Willen. Hilfe! Hilfe! 2G? 4G? Was tut denn der da? Da oben. Der ist ja völlig kirre. Meine Freunde, die machen da eins auf Horrortrip. Und da ist er ja wieder. Der Kollege. So, den jage ich jetzt mal. Ach, die bremsen ab. Ja, dann werde ich das wohl auch tun. Und die bremsen zwar sehr extrem ab. Was macht der da? Das gleiche wie ich wahrscheinlich. Er bremst. Wo sind sie denn jetzt alle? Ach, da unten sind sie. Die wollen wahrscheinlich jetzt landen. Das macht so Spaß. Das müsst ihr unbedingt mal probieren. Leute, Freunde, seht mal. Um Himmels Willen. Okay, die landen. Okay, dann war's das wohl. Die landen nicht, die beschleunigen. Dann mache ich das auch, aber für was denn? Was bringt denn das? Die fliegen da über den Rollweg. Landen die am Rollweg mit Vollgas? Uiuiui. Ui, ui. Ach nee. Ah, die wollen nur etwas Spaß haben. Seht euch das an, wie das aussieht. Traumhaft, sag ich euch. Traumhaft. Okay, das ist jetzt ein bisschen chaotisch gerade. Okay, die kurven da wieder ein. Ui. Okay. Da sind sie jetzt alle ein bisschen auseinander geraten. Aber die Bande versucht wieder zusammenzufinden. Dann schauen wir mal. Da vorne haben wir 1, 2, 3, 4 und der fünfte ist ihr... Ach so, da oben sind 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann bin ich ja genau gesehen letzter. Aber nicht mehr lange, Kollege. Dieses 3. Uiuiui, wo sind denn die auf alle hin? Auf einmal alle hin. Ach, jetzt landen sie anscheinend. Was tut der da? Zickzack fliegen oder was? Muss ich auch mal machen. Abbremsen. So, da unten kommen sie alle rein.
Die landen schon alle. Ach, das sieht aber auch wieder nett aus. So. Huiuiui, ah, die Landung war schlecht. Die werden die Kollegen sicher besser machen. Ja, die Landung von den Kollegen hat besser ausgesehen. Ich mach gleich mal den Strich aus. So, das sind die Kollegen. Dann stellen wir uns wieder so hin, wie wir gestartet sind. Und da war's das. Ja, das war mein kleiner Kunstflug mit euch. Ich hoffe, er hat euch ein bisschen Spaß gemacht, wie wir da herumgegurkt sind. War so nur so ein kleines Video zur Überbrückung, dass ihr gar nichts mehr seht an meinem Kanal. Am Mittwoch oder Donnerstag kriege ich ja dann das Logitech G27 und Donnerstag oder Freitag kommen dann die ersten paar Videos von Silica Driving. Wenn ihr von mir nichts mehr hört, dann ist das das nächste, was kommen wird. Macht's gut, seid auch beim nächsten Video wieder dabei, euer GrimLP.